Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Am heutigen Trashblatter mit Hörmittwoch treffen wir die Infantry of Doom in Violent Shit 3. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß mit dem Video. Willkommen zurück. Beim dritten Teil von Violent Shit 3 ist die Story: Karl the Butcher und sein Vater Karl Senior haben sich auf einer Insel zurückgezogen und eine Gemeinschaft gegründet. Beschützt und verehrt von einer Armee Metallmasken tragender Irrer, die jeden abschlachten, der es wagt, in ihr Land einzudringen. Leider erleidet eine Gruppe Schiffbruch auf genau dieser Insel. Und ja, dann nimmt alles seinen Lauf. Meiner Ansicht nach im dritten Kapitel wird alles anders, zumindest teilweise. Teil 3 ist diesmal keine Muttertag-Kopie, vielmehr bekommen wir eine Art Endzeit-Szenario geboten, das an Mad Max oder auch Flucht aus Epsilon erinnert. Aber nicht falsch verstehen, Violent Shit ist vollkommen anders und kann mit den Filmen nicht mithalten. Es ist immer noch Trash, Amateurfilm und sollte halt, nur das Szenario ist ähnlich, also Endzeitfilm, bla bla bla, werdet ihr schon verstehen. Auf der technischen Seite hat sich wenig getan. Wir haben immer noch dieselbe Bildqualität wie bei Teil 2. Die Story ist immer noch nebensächlich. Aber zumindest die Gore-Effekte sind noch besser geworden. Gesichter werden mit Haken auseinandergerissen, Oberkörper in zwei Hälften gespalten. Eine Wirbelsäule wird durch den Arsch herausgerissen. Genial. Also, Andreas Schnaas hat ja wirklich alles richtig gemacht. Als wäre das aber noch nicht genug, lernen wir noch einen verrückten Wissenschaftler kennen, der für Karl Experimente an sein Opfer durchführt und sie zu Zombies zu machen oder Supersoldaten. Es gibt auch einige Asiaten mitsamt Kung-Fu-Fähigkeiten, die direkt aus der Shaw Brothers Schmiede stammen könnten. Und ja, die Kampfszenen sind wirklich sehr gut. Man merkt, dass sie Kampfsport beherrschen. Auch der Mann mit der Todeskralle kommt drin vor, genau wie die fliegende Guillotine. Und am wichtigsten, es gibt Ninjas. Also ganz ehrlich, was immer mehr. Fliegende Guillotine, der Mann mit der Todeskralle, viel Blut, Gore, Kampfsport, Gemetzel und Ninjas. Ja, mehr braucht man doch gar nicht, oder? Und hätten die Canon Films Group einen Splatterfilm gedreht, würde das Ergebnis mit Sicherheit genauso bescheuert aussehen wie dieser Film. Und es ist einer meiner absoluten Lieblingsdeutschen Underground-Amateur-Splatter-Filme. Und ich muss sagen, Andreas Schnaas hat hier einen äußerst unterhaltsamen Film geschaffen. Mit viel Action und. Wie gesagt, Ninjas. Von mir bekommt der dritte Teil 10 von 10 Punkte. Und ja, schaut ihn euch definitiv an. Selbst wenn euch 1 und 2 nicht gefallen, schaut euch den dritten an. Der dritte ist wieder etwas anderes. Auch wenn er optisch gleich bleibt, also für Trash Splatter fällt es ein absolutes Muss. Und wie gesagt, Ninjas, Kampfsport, Gemetzel, ultra brutale Szene, eine fliegende Guillotine und was weiß ich noch alles. Schaut euch den Film an. Habt ihr ihn gesehen, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.